Mal sehen, ob es mitkriegt. Warum ist hier Blut? Wahrscheinlich der letzte, der dumm gefarbt hat. Oha. Fingerabdrücke. Wahrscheinlich von Mad Jack. Auch hier wieder Blut. Größe 41. Vermutlich ein Besucher. Okay, die Fingerabdrücke können wir nicht näher untersuchen. Die gleiche Reifenmarke wie beim gesuchten Auto. War das Auto des Mörders hier? Hier noch was. Da gibt es einige Spuren. Das ist nicht das richtige Auto. Tja. Noch Spuren. Oh, jetzt auf die andere Seite des Tisches teleportiert. Weitere Fingerabdrücke. Ein paar blaue Farbspuren, die gleichen Reifenspuren, kein Zweifel. Das Auto des Mörders war hier. Aha. Jetzt irgendwelche Geruchsspuren. Das ist richtig sehr. AI-Eintrag. Spuren von Orchideenpollen in der Luft der Werkstatt identifiziert. Da haben wir, glaube ich, alles. Aha. Wahrscheinlich wieder derselbe. Überall nur Spuren. Okay, hier war tatsächlich ein das Auto von dem Killer uns der Betrieb gebaut. Aha. Nicht vom richtigen Auto. Aber ein Auto ist ja hier weggefahren, also. Größe 48.
Muss Manchecks Größe sein. Das war nix. Ist. Sie haben mich, Officer. Ich packe aus. Den Wagen, den habe ich ganz neu lackiert. In leuchtendem Dangerous Blue. Passend zu dem miesen Scheißkerl, dem er gehört. Na toll. Hände hoch, du Schwein! Ich glaube, jemand nicht aufmerksam. Ich werde dich hier raus. Und der nächste Tote. Ich will wieder Quick Damn Events machen muss. Über Leben und Tod bestimmen. Der FBI-Typ, der wird das doch überleben. Wie ich sowas hasse. Na, jetzt machst du erstmal hier du. Das reicht jetzt, verdammt! Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ach, fick dich doch ins Knie! Ah, ins Knie. Letzte Chance, Jack. Die sollten sie lieber nutzen. Oder du tust was. Du willst mich nicht umlegen, was dann? Verhaftest du mich? Na, fick ihn mal ins Knie. Ich hab keine Zeit zu verlieren, Jack. Ins Knie schießen. Wem der Wagen gehört. Was du willst, ist mir scheißegal. Ich singe nicht. Du solltest mich jetzt lieber einbuchten. Bist jetzt komplett übergeschnappt, Mann! Oh, scheiße, Jack! Das war doch nichts! Nur Selbstverteidigung! Ganz genau nach Dienstvorschrift! Töte oder werde getötet! Wow, wow, wow! Halt, das reicht! Mir fällt da gerade was ein, ne? Du beruhigst dich und... Deine Gegnerstütze. Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte... Wenn alles fertig ist, soll ich einen Kerl Bescheid geben. Paco, stehen bleiben. Keine Bewegung. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Oh nein. Nein, nein. Schlechter Moment, schlechter Moment. Alles, was sie sagen kann und wird... Hey. Schlechter Moment. Hast du ein Problem oder was ist los? Nein, 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 nein. Oh, Kacke. Was? Die lassen jetzt schon Junkies zum FBI? Gott schütze Amerika. Oh. Er ist tot. Ich helfe dir jetzt mal mit deinem kleinen Augenproblem, 007. Und der nächste tot. Da war es noch einer. Wollen wir hier alle Charaktere verlieren? Das wäre wirklich legendär, wenn wir hier alle verlieren würden. Als ob das jetzt noch was wird. Hupen wird's bringen. Genau. Ja. Denk nach. Der hupt weiter. Das bringt dich, das bringt, das schafft's. Das wird sein. Schalt die Musik an. Oh, eine Waffe. Toll. Hast fein gemacht. Dann raus hier. Beeindruckend.
Ich wollte gerade sagen, hat sich die Hände befreit und ist noch im Schacht drin. Im Auto drin. Das ist der letzte Sprung, den ich nicht schaffe und in. Ja, genau das. Ich hasse Quicktime-Events, die über das Leben entscheiden. Und weiter geht's. Na komm, mach ihn alle. Mach mal den großen Platz. Daneben. Können wir das überhaupt schaffen? Können wir das überleben? Mann. Wie blöd läuft das denn hier? Der konnte nichts machen. Ich habe keine Quick Time Events. Diese Aufnahme ist voller dummer Quick Time Events. Kämpfer. Nur 2-3 davon falsch, damit ist der Charakter tot. Was für ein dummes Spiel. Okay, diesmal sind nicht wir gestorben. Aber der Fall, weil wir nichts wissen, weil wir von ihm nichts erfahren haben. Wusste was. Hätte mal wieder, das war wieder diese eine Stelle, hätten wir an dieser einen Stelle nicht verkackt und die Tabletten-Sache nicht fallen lassen und es wären standhaft geblieben. Okay, wie stirbt er jetzt? Ach stimmt, ihn gibt es ja auch noch. Er stirbt, weil sie sich einmischt. Weil sie unbedingt Tourismus beim Glauben Sie, der Origami-Killer hat Manfred getötet. Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Unbedingt. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hätte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazugehört. Es ist nur ein Verdacht. Er sieht verdammt schuldig aus. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Aber es sind über 500 Namen. Das bringt gar nichts. Ich habe Hunger. Haben Sie was zu essen? Ich bin kein Koch, aber ein paar Rühreier werde ich schon hinkriegen. Toll. Du kochtest jetzt auch. Klatschnass. Ich muss mich aufwärmen. Ist es okay, wenn ich dusche? Nur zu. Was für ein naiver Trottel. Ich wollte mir nicht über. Sie gehen duschen. Wollte mir nicht über. Das ist. Was für ein zuvorkommender Gentleman. Der den Origami-Killer-Fall mit Gentlemanhaftigkeit und über die Ermittlung als Detektiv stellt, der so zuvorkommt, ist, dass er die Lady geht natürlich vor sich, um die zu kümmern, und das der Fall ist natürlich, das ist natürlich ein guter Ermittler, muss auch
Echt, Leute, ich weiß nicht. Kochen wir es jetzt. Die ist jetzt seine neue Freundin. Das ist seine neue Frau. Kocht jetzt für sie, sie wohnt jetzt bei ihm. Das macht bei seinen Ermittlungen mit. Sein. Ja, sehr lecker. Sieht zu sehr wach. Du musst dir immer nur Hunger sagen. Das, ja, was ist das? Ein Gentleman macht ja natürlich was. Ich habe mir mal ihren Bademantel geborgt. Natürlich, kein Problem. Gut. Du wirst in meinem Bett schlafen. Ich will ihn auch schon frischen. Hey, das sieht fast genießbar aus. Kein Problem. Dankeschön ist dafür nicht nötig. Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch brauche nicht zu danken. Haben in den letzten 10 Jahren 30 Kunden Royal-Teile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von... ich weiß nicht, ob ich das essen kann. Und das Einzel... ist viel Laufarbeit. Alter. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, ja. Lauren, warten Sie. Das ist recht, Sherlock. Wenn der Killer tatsächlich mit einer Royal-Maschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber ja, ist möglich. Was können wir machen? Der Name ist hier drin. Los, wir finden ihn. Sie trinkt. Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das okay. vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Sein Sohn wahrscheinlich. Und er muss einen Grabstein haben. Lass mich raten. Große Überraschung. Es ist sein Sohn. Auf, der rächt sich jetzt für... Wer? Weh, das ist so. Aha, hier gibt's einen Rogers. Hier. Entschuldigung. Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist, ein John Shepard. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Danke. Und werden wir vielleicht zu ihm gehen?
nah bei dir bleiben, weil sonst... Sonst kriegen wir hier noch Probleme. Ja, Genius. Hat jetzt nie was gebraucht, um... Hernandez. Und das große Grab. Gab es nicht mal einen Drogendealer, der Hernandez hieß? Rivera gab es, glaube ich, um... Gab es nicht Kartelle oder so? Irgendwo habe ich davon mal schon mal gehört. Ah, das... Ein Verwandter von Spider-Man. Green. Harris. Na, das wird ein Spiel. Mir das eine richtige Grab herauszufinden. Mitchell. Das ist ein leerer Grabstein, das schon für... Der ist schon für den Sohn von Ethan reserviert. Wilson. Collins. Aha, hast du was erfunden? So noch, ja, ja. John Shepard. Okay. Sein Sohn. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Ihr solltet auf euren Rücken aufpassen. Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. Aha. 77. Oktober, glaube ich. Ihr nichtsnutzigen Sträuße! Macht euch Gefäß hier raus! Los! Haut! Was? Ab, ihr verfluchten Rotzbengel! Was passiert hier? Versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt! Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen! Und der ist beim Regen umgekommen. Das ist so reingefallen an den Hund und da ertrunken. Das ist so ein vorhersehbares Ding, dass man, das ist, hätte ich euch im ersten Part schon sagen können. Das ist doch der, im ersten Part vielleicht noch nicht, aber. Okay, wir spielen auf der Baustelle rum. Was kann da wohl passieren? Was ist da? Wird schon nichts schief gehen. Fallen wird ertrinken. Oha, unheilvolle Musik spielt. Wir müssen diese Baustelle finden, die jetzt wahrscheinlich ein richtig groß gebautes Haus ist. Ein fertig gebautes Haus ist da inzwischen. Das muss uns der mal sagen. Vielleicht ist dort. Eventuell tun wir eventuell den
Versteck von dem Origami klar. Hallo? Au. Q und E. Au. Kriegt die mir, wenn ich liebe sie. Der kriegt den bleibenden Hirnschaden davon. Was ist los? Kommst du jetzt? Der Arme. Ja, was denn? Was soll ich denn machen? Soll ich nach unten drücken oder ist es, wird mir nicht mehr gesagt? Der hat den feinsten Hirnschaden, wenn er da rauskommt. An Gehirnerschütterung spielt noch verreckt. Kommen wir überhaupt vorwärts oder? Q E. Ach so, müssen wir das machen. Das muss man ihm doch sagen. Mann, du. Das schaffst du nicht. Jetzt mach hinne. Ich warte. Mach hinne. Da ist er doch langweilig. Du bist echt eine lahme Ente. Mann, du bist echt eine lahme Ente. Es fällt doch von ganz oben runter. Stürzt sich der Ruder. Am besten passiert das unserem Bruder und wir müssen zugucken. Erstmal zurück. Also diese Quick Times in diesem Spiel. Es wird einem auch nie wirklich erklärt, was man machen soll. Muss man es gedrückt halten oder gedrückt? Und hangeln. Was soll schon schief gehen? Quick Times auf Leben und Tod. Wir redeten darüber. Hat euch euer Vater nie gesagt, dass sie nicht auf Baustellen? Okay, stimmt. Haben wir ja was. Die Schuttrutsche. Wir haben ja nichts anderes zum Spielen, müssen die Baustelle. Nicht machen, wenn es dir zu schwer ist. Ach Quatsch, ich schaffe das leicht. Guck hin. Und weiter geht's mit den Quicktime Events. Die ganze Zeit diese Events, ja auch. Die kann ich nicht. Und was hat dieses Schüttel-Events, die man da immer. Liegt dann wieder an einem, wenn einer das sich überdrücken müssen, die schief geht. Warte auf mich! Jetzt mach schon! Oha! Oh oh, balancieren. Ja, gleich drüben. Was macht ihr denn? Komm, Kinder. Na los, du bist jetzt dran. Wow, ich hatte schon Angst.
kriegt ja mir mit verkackt. Den Todessprung. Aha. Und